Interessengruppen haben schon immer massiven Einfluss auf die Politik gehabt, auf politische Entscheidungen, muss man präziser sagen. Und das heißt, solange es Politik gibt, gibt es Einfluss der Interessengruppen auf die Politik. Lobby Control hat beispielsweise vorgeschlagen, dass nicht jeder, der Sie und ich, die einfach sagen, was sie möchten, Interessenvertreter sind, sondern dass Geld im Spiel sein muss, dass es einen Auftraggeber gibt, dass es, wenn Geld im Spiel ist, dass bestimmte Summen sozusagen notwendig sind und so weiter. Das heißt, es muss einen Auftraggeber geben. Wenn ich für mich selber spreche, bin ich kein Interessenvertreter, sondern wenn ich für jemand anders spreche und dafür bezahlt werde, dann bin ich ein Interessenvertreter, sprich, dann bin ich ein Lobbyist. Der entscheidende Punkt ist, dass wir nicht mehr Politik in einem nationalstaatlichen Rahmen machen. Wir haben eine Verlagerung der Politik auf die europäische Ebene. Das heißt, viele Entscheidungen werden in Brüssel getroffen. Viele Entscheidungen werden aber auch auf einer transnationalen Ebene getroffen. Der zweite Punkt ist, dass wir heute in einer Gesellschaft leben, die wir als Mediengesellschaft bezeichnen können. Das heißt also, die Massenmedien haben viel mehr Einfluss auf unsere Wahrnehmung, wie wir die Welt wahrnehmen, wie wir Politik wahrnehmen. Und sie bieten natürlich den Interessengruppen neue Möglichkeiten, ihre Sicht der Dinge darzustellen. Wir erleben oder wir haben in den letzten 40 Jahren sowas wie eine Pluralisierung oder Modernisierung der Gesellschaft erlebt. Das heißt also, seit Mitte der 60er Jahre gibt es mehr Interessengruppen. Und da würde ich vor allem die neuen Interessen dazu zählen, also die man vielleicht auch als moralische oder Public Interests bezeichnen könnte. Also das heißt Umweltgruppen, Tierschutz, Menschenrechte, entwicklungspolitische Gruppen und so weiter und so fort. Das heißt, wir haben eine größere Vielfalt der Interessen. Wir haben mehr Interessengruppen, weil die Gesellschaft sich verändert hat. Und sozusagen die Kehrseite dieses Prozesses ist, die alten Verbände haben Probleme mit ihren Mitgliedern. Also das sieht man an Parteien, das sieht man an den Gewerkschaften, das sieht man auch an den Unternehmerverbänden. Diese Verbände schaffen es nicht mehr, ihre Mitglieder so zu integrieren oder so an sich zu binden, dass sie die Politik bestimmen können. Auch der Staat selber hat sich verändert. Das heißt also, die Politik oder die Ministerialbürokratie fragt mehr nach an Expertise, an Bewertungen, an Einschätzungen, die nicht mehr von ihnen selbst produziert werden kann. Das heißt also, die Zulieferindustrie an die Politik ist gewachsen. Wenn wir heute moderne Gesetzgebung ansehen, sehen wir, dass die Politik, sprich die Ministerialbürokratie und die Regierung, private Akteure beauftragen, Politik mit umzusetzen. Und da kommen natürlich wiederum Interessen ins Spiel. Und das heißt also, in der Summe gibt es eine Menge von Veränderungen, die insgesamt den Interessengruppen und damit den Lobbyisten mehr Möglichkeiten bieten, ihre Sicht der Dinge in den politischen Raum zu transportieren. Bei Lobbying besteht die Gefahr, dass sie fundamentale demokratische Werte verletzt. Oder dass durch Lobbying fundamentale demokratische Werte verletzt werden, eben Transparenz, Verfahrensmäßigkeit, politische Gleichheit und dass Entscheidungen einen gewissen, in Anführungsstrichen, Gemeinwohlcharakter haben. Das heißt, politische Entscheidungen müssen für die Allgemeinheit, für die politische Gemeinschaft dienen und dürfen nicht sozusagen den Interessen von speziellen Gruppen dienen. Jede Regierung braucht Informationen, weil ohne spezielle Informationen könnte sie gar nicht regieren, könnte sie gar keine politischen Entscheidungen treffen. Jede Regierung, jedes Ministerium ist auf die Lieferung von Interessen angewiesen, sonst kommt überhaupt kein Gesetz zustande, das dann später angewendet werden kann. Oder es gibt auch Fälle, wo ein Gesetz dann angewendet werden soll und die Adressaten dieses Gesetzes sträuben sich dagegen. Man müsste eigentlich sowas wie eine legislative Fußspur einführen. Das heißt,
dass bei jeder Gesetzgebung angegeben werden muss, wer bei dieser Gesetzgebung lobbyistisch tätig war. Das heißt, beim Bundestag hat man immer Bundestagsdrucksachen, wo der Gesetzestext draufsteht. Da steht eben auch drauf, was es kostet, welche Ministerien damit beschäftigt waren. Und da kann ein weiterer Punkt draufstehen, welche Gruppen für dieses Gesetz lobbyiert haben. Da kommt hinzu, dass darüber nachgedacht wird oder dass gefordert wird, dass Politiker, die ausscheiden, die zu Lobbyvereinigungen gehen, dass die eine gewisse Zeit eben nicht tätig werden dürfen, sogenannte Karenzzeiten einhalten müssen. Und dann gibt es auch noch das Thema Parteienspenden, weil eben auch Lobbygruppen eben Parteien Geld spenden oder beziehungsweise Parteiveranstaltungen sponsern. Wenn man einen Strich zieht unter die verschiedenen Regulierungsvorschläge, heißt das, man braucht mehr Transparenz.